Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Garten auf Ban-Ban Mods. Heute gucken wir uns an, wo Captain Fiddle eigentlich hingeht. Wo geht er hin, wenn er einen Abfatzer macht? Das wird sehr, sehr interessant und ich finde ein Secret. Freunde, das wird euch umhauen. Seid auf jeden Fall gespannt, lasst Like da und viel Spaß im Video. Küsschen und wir gehen rein. Ja, Leute, da wären wir wieder. Gerade von Nap-Nap gekommen. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall weiter im Spiel voranschreiten. Ich bin sehr gespannt, was wir heute noch so finden. Und jetzt muss ich erstmal kurz überlegen. Wir haben Schlüsselkarten gefunden und können jetzt, glaube ich, einfach hier rum. Da, wo angeblich der Sicherheits-Security-Room von Ban-Ban ist. Da wird es auf jeden Fall auch gleich nochmal richtig interessant. Oh, nee, ne? Ban-Ban, Bro. Was steht hier auf diesem Zettel, ist die Frage. Ich muss ganz schnell gucken. Da stand noch drauf, dass ich dich ganz schnell schlage, während du diese Notiz liest. Stand da unten drauf. Also Ban-Ban hat das alles schon vorbereitet. Three birds with one stone. I get all of your key cards. I get the perfect specimen. Was zur Hölle ist da gerade passiert, Leute? Eigentlich sollte da Ban-Ban stehen. Aber irgendwie steht da Ban-Ban gar nicht. Fängt ja schon gut an hier, ne? Also ich habe das Game jetzt schon wieder kaputt gemoddet. Es tut mir auch an der Stelle leid, aber an die Entwickler auch. Wir wollen natürlich die Secrets lösen. Wir haben in der letzten Folge ein Secret Room gefunden, den wir später noch checken können, wenn wir eine Orange Keycard haben. Leider kann man den Room sehr schlecht ausleuchten. Da ist aber noch was drin. So, jetzt sind wir hier und die Blutspur führt in diesen Raum da hinten rein. Frage ist natürlich jetzt, in welche Räumlichkeiten können wir hier heute noch reintauchen? Wir können auf jeden Fall hinter diese Tür gucken. Hinter dieser Tür, wo sind hier diese Blutspuren? Das müssen wir auf jeden Fall auch nochmal checken. Ich hoffe, dass er jetzt, der fliegt auf jeden Fall nicht straight durch. Ich will die Drohne schon mal platzieren, dass wir es gleich ein bisschen einfacher haben. So, einmal darüber. Oder schicke ich die zum anderen X. So, mach hin jetzt. Ab zu dem X da drüben. Und dann können wir jetzt hier vielleicht erstmal gucken. Ich würde, glaube ich, erstmal anfangen, ein bisschen auszuleuchten. Auch hier drüben. Ich guck mal einfach hier rein. Können wir Sachen zerstören? Nee, das geht leider nicht. Aber wenn wir hier so durchgehen, dann sieht man, hier ist irgendwas. Wir sehen noch nicht so viel. Ich muss jetzt hier vielleicht nochmal irgendwie so ein bisschen ausleuchten. Aha! Das ist ja Scam-Betrug. Also hinter dieser Tür ist definitiv schon mal nichts. So viel ist klar. Da bin ich ein bisschen enttäuscht auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir können auf jeden Fall noch die anderen Türen checken. Hier ist natürlich klar so. Hinter dieser Tür ist dann erstmal nichts. So, wenn wir jetzt halt hier auf dieses X raufzielen, macht er das Ding nämlich kaputt. Genau. Ich kann mir die Schlüsselkarte grappen. Nehme mir die gelbe Karte. Dann kann man das Ding ja aktivieren. Ach so, warte mal ganz kurz. Ah, stimmt. Es kommt ja noch der Fahrstuhl von oben. Okay, Moment. Wir haben jetzt hier ein bisschen mehr noch zu checken. Ich gehe jetzt erstmal hier durch und werde jetzt dann gucken, dass wir an diesen Raum hier natürlich auch nochmal irgendwie ein Licht platzieren. Das ist so ähnlich. Und kann mir mal jemand erklären, was das hier soll? Ich kann es tatsächlich nicht sagen. Aber gut, wir haben da noch einen weiteren Fahrstuhl. Was denn hier hinter? Ist hier irgendwie was? Ich habe mal Licht hier gespawnt. Nein, der Raum ist komplett abgeschlossen. Wir sehen hier nicht mehr viel. Okay, Moment. Wenn ich zurückgehe und vielleicht dann erstmal das Ding aktiviere, können wir ja mal einen Blick nach oben werfen. Wie sieht es hier aus? Das Teil wird von viel weiter oben direkt nach unten reingezündet, ne? Okay, warte mal. Wir leuchten das hier mal aus. Geht es? Ja, wenn wir das jetzt hier machen, dann sollten wir auf jeden Fall noch mehr über diese Räumlichkeit finden. Was ist denn hier unten im Abyss? Wie weit geht es runter? Oha, Digga. Das geht ja richtig weit. Oh, was ist denn das hier alles? Oh, Leute. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Schiss. Ich bin ehrlich. Wir gehen noch nicht ins Abyss runter. Das müssen wir uns vielleicht für die nächste Folge mal aufsparen. Ich gucke jetzt erstmal hier so. Das ist ja wirklich sehr, sehr tief. Also, es gibt ja ein Monster. Das kennt ihr ja, das ist dieses große mit diesem weißen komischen Gesicht. Das nennen wir, oder das nenne ich Abyss, Tiefe.
So, und irgendwie da unten soll was ganz Schlimmes passieren. Das sagen alle Batman-Charaktere irgendwie immer. Wir werden das dann, glaube ich, mit dem Monster zusammen rausfinden, wenn sein Körper auch nach unten ragt und so, damit wir gucken können, wie weit geht es eigentlich. Hier haben wir jetzt natürlich erstmal den guten alten Fiddle. Und den muss ich mir auf jeden Fall mal aus nächster Nähe reinziehen. Wenn ich diesen Room hier beleuchten könnte, wäre das, glaube ich, schon mal ordentlich was wert. Es sieht schlecht aus. Ich kann hier gar nichts beleuchten. Das funktioniert nicht. Was ist, wenn ich vorher schon in diesen Room reingucke? Das geht auch nicht. Wenn ich jetzt mal hier so durchgehe. Oha. Sieht man auf jeden Fall den großen Fiddle, Leute. Da ist er. Der riesen Fiddle. Mit seinem komischen Auge. Hier hat er seine Hand noch geparkt. Okay, warum ist hier ein Licht? Das weiß man nicht. Haben die das mit Absicht gemacht? Okay, wir haben jetzt hier noch keine versteckten Hinweise gefunden. Aber ich muss auf jeden Fall den Arm jetzt erstmal straight hier rausdonnern. Und jetzt sieht man, ne? Fiddle ist erwacht. Er ist jetzt dieses Mal ganz anders. Eine andere Position, okay. Wir öffnen die Türen. Wir fackeln auch nicht lang. Wir gehen straight in der Story forward. Durch diese Tür können wir ja später so oder so durch, ne? Genau. Ich zapfe jetzt mal von den Leuten ein bisschen was ab. Den hier nehmen wir auch nochmal ganz schnell mit. Kann ich hier diese Objekte eigentlich zerstören? Das wäre echt sehr geil. Geht leider nicht. Geht leider nicht. Das ist aber manchmal ein bisschen schade, ne? Wir haben natürlich relativ schnell Mods programmieren lassen. Das wisst ihr ja. Also das Game ist jetzt gerade mal 3 Tage raus. Allerdings ist es natürlich dann auch mal so, dass die ein oder anderen Mods halt nicht funktionieren. Beziehungsweise die Mods halt noch ein bisschen brauchen. Bei mir steht zumindest schon die Option, dass ich Sachen zerstören kann, aber es hat jetzt noch nicht so ganz geklappt. Wir haben den Blut abgezapft, okay. Das sollten dann alle sein, soweit ich mich erinnern kann. Ja, müssten eigentlich. Ich muss da mal gucken. Ich habe eben so viel gequatscht, dass ich gerade ein bisschen durcheinander gekommen bin. Wir erfüllen mal das ganze Blood in diesen Injektor rein. Und wo geht das Ding eigentlich hin? Warte mal, ich guck mal durch die Wand. Ah ja, okay. Wir haben jetzt hier diese Rakete. Mehr aber auch erstmal nicht. Viele Rätsel in diesem Spiel und viele Mysterien, die wir lösen müssen. Ich nehme die Rakete mit und wir gehen straight up in die Kanone. Jalla Heide, Abfahrt! Wo geht er hin? Wir gucken es uns an. Wo? Wo? Wo ist Fiddle hin? Er ist hier noch. Er ist hier noch. Allerdings wurde Fiddle irgendwie weggerissen. Was ist das hier? Warum zur Hölle ist hier ein Knopf? Digga, ich hab einen geheimen Knopf bei Fiddle entdeckt. Hier ist doch ein Paket. Hier unten sind auch noch Sachen drin. Bro, was ist das? Kann ich die Drohne eventuell rausfahren? Ich kann die Drohne wegbewegen. Das geht. Okay, warte. Ich muss jetzt erstmal in diesen Room reinlaufen und schauen, dass das Ding jetzt irgendwie ausleuchte. Ich kann hier wieder nichts ausleuchten. Einige Räume sind nicht möglich. Bis hierhin geht dieser Raum. Wenn ich jetzt hier rausgehe, der Raum geht eigentlich noch viel weiter. Die Frage ist, was passiert, wenn wir diesen Knopf aktivieren? Ich kann es noch nicht sagen. Ich würde halt gerne natürlich mal... Boah, Digga, ich habe eine richtig heftige Idee, Leute. Eine sehr heftige Idee. Hallo, ich komme nicht mehr weiter. Hilfe! Ach, Krise, Leute. Also, meine Idee ist auf jeden Fall, hier unten den Boden wegzureißen und den Schalter zu aktivieren. Das müsste ich tatsächlich nochmal modtechnisch abklären lassen, aber das müsste eigentlich gehen. Wir holen uns jetzt erstmal die Schlüsselkarte und ich krieg diesen verdammten Secret Room bei Ban Ban nicht aus meiner Birne. Irgendwas muss da drin sein. Da war ja auch was drin. Vielleicht irgendwie ein Hinweis auf Chapter 3 oder noch irgendwas zu der Geschichte. Sehr, sehr interessant. Vielleicht ist das sogar der Room, in dem Ban Ban eigentlich ist. Okay. Freunde, ich würde sagen, das waren auf jeden Fall wieder einige Geheimnisse. Und wir springen mal. Ganz kurz hier rüber. Ey, ich hätte so Bock mal zu checken, wo Joshi eigentlich abgeblieben ist. Das hier ist auch schon wieder richtig brutal, Freunde. Die haben schon wieder dieses komische Blut, ne? Und der Raum hier, der ist komplett
dunkel. Ich habe ihn ja vorhin beleuchtet, beziehungsweise in der letzten Folge. Aber gut, ich glaube, das wird jetzt eh nichts sein. Wir gucken uns das nochmal alles ganz in Ruhe an. Die Tür da hinten ist natürlich jetzt offen. Wir könnten da auch rüber, wir müssen aber jetzt halt geradeaus. Ich mache auf jeden Fall die Brücke, mal wieder fresh unterwegs. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal gucken wir uns an, was da unten im Abgrund ist. Und falls euch diese Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Danke fürs Zusehen, dickes Küsschen. Denno out.